De eerste Pesach in Ghetto Mirob, mijn moeder is teruggekomen van de heim. Is bis mir umgekriegen in zijn eigen woning in Ghetto. Om mir zich hereingezogen zu Bubu Zede. Ze maar met de Eltern, ze hebben gewoond in de gegend van de Ghetto's geweest. En de Zede had gepraat. Zeer aan Urmen, Zede. En ik denk dat ze, wie alt ben ik dan, was gewend, ook een 12 jaar. Nee, 13. Bis ik weer van Josse geweest in april 1940. Ben ik weer 13. Is twee Sachen. Had ik gezocht zu mir. Ik ben zufrieden, dat ik zei, toen zei er, dat is dan moet komen in de wereld zwischen Menschen. Soll sie sein, ganz fremd von dir. Sollst du wissen, dass jeden Pravel Pesach. Das ist ein wichtiger Jontif. Und wegen Fakt für sich, ob ich gerade kein Bar Mitzvah. Und das hat man Taten sehr weigert, wie ich es gesagt habe. Mit der Gewebe sein Stieb. Ich habe gerade eine Fette. Ich habe den ganzen Tag Seiers gesehen. Man mit der jüngsten Brüder. Das sind ganz neue Wesen, auf vier Jahre älter von mir. Jochenen. Er gewinnt mal seitens Eugenkopf. A Gitter lerne. A Wolle Buche. Er muss dem Ziegen nehmen. In der Gasse gehabt, und muss mir nicht gehört von ihm. Da kannst du dir vorstellen, was Tragödie das ist gewesen. Hat der Seidische gesucht. Zu meinem Futter. Die weiß, wie stark es mir war, und mir ziehen mir Jochenen. Aber es hat mir gesagt, mir war Jakusch. Ich habe geheißen Jakusch als Kind. Hat nicht schon Kabar Mitzvah.